Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu West of Loathing. Während dieses Speed-Up von meinem Gameplay läuft, muss ich euch gestehen, ich habe während des gesamten Zeitraums zwar geredet und kommentiert, aber OBS hat mein Mikro nicht erkannt, weil ich vorher ein bisschen was umgesteckt habe und OBS dachte sich so, hä? Neuer USB-Slot? Das Mikro hat den gleichen Namen? Nee, erkenne ich nicht an. Musst du neu auswählen. Habe ich erst mitten in der Aufnahme gecheckt. Ja, was da gerade passiert, ich habe einen kleinen Guide nachgeguckt und dann den Necromancer Lair gefunden und die erste Ebene bekämpft, wie ihr hier seht. Und dann startet auch schon das Commentary. Es tut mir leid, bis dann. Oh nein. Leute. Fuck. Scheiße. Leute, fuck, verdammte Kack. Mist, Dreck, Scheiße. Kann man denn so ein Profi sein? Ah, the skull above the door screams, perfect! Abra Kadaver. Go in. So, Abra Kadaver hat funktioniert. Mein Mikro hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Ich habe die ganze Zeit erklärt, ich habe... OBS hat mein Mikro irgendwie nicht erkannt. Ich weiß, ich habe, glaube ich, ich konnte jetzt eine ganze Zeit nicht aufnehmen und habe ein bisschen was am PC umgesteckt und anscheinend hat OBS sich gedacht so, hey, Mikro ist nicht mehr da. War aber da. Ich schwör's, es ist hier, es ist vor meinem Gesicht, es ist existent. Und ich musste es in OBS neu auswählen und ich habe jetzt die ganze Folge bis hierhin aufgenommen, ohne meinen Sound mit aufzunehmen. Ja. Da freut man sich. Ich bin Profi. Was soll ich sagen? Ich bin absoluter Vollprofi. Kurz, was passiert ist. Ich habe online geguckt, was uns noch fehlt, um zum Necromancer Lair zu kommen. Uns fehlte nur noch ein Buch. Dann habe ich geguckt, wo wir dieses Buch kriegen. Und weiter habe ich mich nicht gespoilert. Wir haben dieses Buch geholt. Und um die Pilze, also wir hatten ja in Necromancer Lair im Journal, hatten wir so Pilze und sowas. Da stand was über Pilze, aber wir wussten nicht genug darüber. Und durch das Buch haben wir jetzt Dead Knowledge erreicht. Und konnten diesen Spot hier finden. Haben es erfolgreich hier auf der Karte gefunden und sind rein und haben hier einen Kampf gegen 9 Skelette gemacht und absolut alles benutzt, was wir benutzen können. Die Frage ist jetzt, ob wir stark sind oder ob wir nicht stark sind. Weil ich habe immer das Gefühl, wir haben absolut nie Probleme gehabt mit Combat oder sowas. Aber bei den Skeletten mussten wir alles benutzen, was in unserem Repertoire war. Ich glaube, ich werde das so ein bisschen Speed-Up hier vor die Folge hängen, was so passiert ist. Was ein bisschen schade ist, weil ich war stolz auf mein Commentary in den ersten 10 Minuten. Das lief eigentlich. Aber gut, dann müssen wir jetzt hier starten. Moin moin, herzlich willkommen zu West of Loathing, zu Fail of Loathing. Wir sind in Necromancer Lair und wir gehen mal in die zweite Etage. Hallöchen, was haben wir hier? Some strange undecipherable runes. Okay, was haben wir hier? Well, there's a big old pillar of skulls blocking your path. There was bound to be one of these in here somewhere, right? Excuse me, fellas, I need to get past here. The skulls hiss and chatter and giggle at you. So, that's a no then. Hornswoggle it, fight. Ich glaube, wir hornswoggeln. Bei fighten, das scheint mir ja echt hart zu sein. Vielleicht sind wir übel schwach und mir ist das nie aufgefallen, weil ich mich nie auf fight und sowas konzentriert habe. well, I suppose you all think you're clever to block my path, but I've got a trick up my sleeve. You casually walk around the pillar of skulls and stand on the other side of it. Ha! Guess you shouldn't. You should have been a wall of skulls if you wanted to stop me. Dismayed by your mastery of the third dimension, the skulls scuttle. The skulls scuttle, roll away and hide in the walls. Take that! Ich liebe dieses Spiel. Let's go! Oh mein Gott! Was? Trump Smash? Nee, Thumb Smash. Okay. Some strange undecipherable runes. Okay, hallo, ihr beiden. These two skeletons have their names written on their foreheads, so they won't forget them. Actually, wait, maybe they have each other. Maybe they each have the other's one's name. Englisch läuft mal wieder. Also das ist Thump und das ist Smash. Das wäre also, ich mache natürlich keinen Sinn, seinen Namen auf die Stirn zu schreiben, außer hier gibt's irgendwo einen Spiegel, aber wer weiß. Okay, dive in. Wie viel HP habt ihr? Ey, ich habe jetzt irgendwie mit 1000 HP gerechnet oder so. Das ist ja nun nicht ganz so viel. Da können wir ja eigentlich tatsächlich... Wir sind immun gegen Poison, was ein bisschen schade ist. Aber wir können ja ihn einmal stunnen. Obwohl, nee, Susi kann ihn stunnen. Das heißt, wir können ja ihn einfach wegmachen. Okay, Thump, tut mir leid. Dein Name ist nicht mal hier auf dem Bildschirm. Jetzt wieder. Freut mich.
Und Susie kann ihn einmal stunnen. Nein, ihn bitte. Und dann sind wir da auch durch. Also die waren ja jetzt echt easy. So, er stunnt und dann machen wir das zweite Shoot-Nanny und tschüss. Bam. Also, ich will jetzt nicht sagen, das war easy, aber... Hey, with a thump and a smash, the two behemoth... Was? Behemoth fell. Ah, keine Ahnung, was das ist. Wir haben so viel XP bekommen. Warte mal, ich muss mich mal ein bisschen... Wir haben 1000... Oh, wow. Ich weiß gar nicht, was ich leveln will. Potionology, quick on the draw, was macht das denn? Ja, Speed brauchen wir nicht. Dickering brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch gerade nicht so wirklich. Wir sind eigentlich ziemlich good to go, ne? Dickering ist halt so, weiß nicht, wir könnten natürlich ein bisschen Maximum HP, Moxie brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir können ein bisschen HP eigentlich. Wir können eigentlich ein bisschen HP. HP wäre eigentlich schon ziemlich nice. Stomach Capacity. Machen wir das hier mal so ein bisschen davon, dann so ein bisschen hiervon und dann haben wir auch schon alles ausgegeben. Let's go. So, oh. Tippitopp, let's go. Tippitopp, wir gehen mal in Andacht hier lang. Oh, du siehst nach Boss aus. Moin. You approach the throne and the withered husk sitting on it. Unbelievable. All that killing, all that horror and this is what's behind it. He tries to speak to you, but all that comes out is dust. Destroy him. Leave him alone. Okay, war nett. Man sieht sich. Ich würde sagen, also wir fighten den, oder? Destroy him. You puff breathe. Was? You puff a breath at the necromancer and he crumbles to powder. His crown hits the ground and shatters into 1000 pieces. Well, so much for that. And a good riddance. An evil, evil throne. Das war's? Das war's? Ist es euer Ernst? Dafür habe ich jetzt 10 Minuten lang nicht meine Stimme aufgenommen. Kann ich das nochmal trinken? Okay. Necromancer Lair, das war das. Immerhin haben wir es noch erlebt. Was soll ich sagen? Immerhin haben wir es noch erlebt. Damit hätten wir das abgeschlossen. Ich kann es kaum fassen. Wir können uns mal Alamo Rentem Mule angucken. Das hatten wir ja ursprünglich mal, um dem Boy, damit der Boy auch reiten kann. Aber dann haben wir ihm ja doch die Beine richtig gebogen. Da war was. Oh, Wandering Sally. Ja, ich meine, wir können ja mal gucken, was er so hat. Wir haben ja ein bisschen Miet. Ich meine, 1000 haben wir am Start. Hast du irgendwas, was mich interessieren könnte? Nicht so wirklich. Ich meine, Needle könnten wir holen. Workboots, ja, nee, ich glaube tatsächlich nicht. Wir können ja auch mal Folgendes machen. Pass auf, wir sind jetzt mal richtig selbstzerstörend. Wir machen jetzt Folgendes. Wir lesen alle Bücher, die wir bis jetzt noch nicht gelesen haben. Gives you a race skeleton thrill skill. Okay, yes, easy. Are you certain? Ja, easy. Yep, easy. You got a perk, race skeleton thrill. Okay, the book is full of magic spells, which don't make any sense to you until you get to the next to last chapter and realize that they are not spells for you to cast, but spells for a skeleton to cast. One of the appendices mentions in passing how to summon such a skeleton. Oh, finish reading. As you turn over the last page, the book vanishes in a puff of black smoke. You don't feel so well. You got a perk. Emaciated. Okay, was auch immer das macht, das gucken wir uns einmal an. Es ist ja ein Perk, also wird es nicht hierbei sein. Genau. Bei Character wird es dann sein. Was ist es? Emaciated. Okay, minus 3 Muscle. Das ist tatsächlich gar nicht so schlimm. Das ist tatsächlich absolut gar nicht schlimm. Jetzt haben wir einen neuen Skill. Da würde ich sagen, sind wir direkt mal so mutig und lesen die nächsten Bücher. Diary, das brauchen wir nicht. Next, we'll give you a Vampiric Yordle skill. Ja, warum nicht? Let's go. Ja, woohoo. As you read the words in the book, a voice that is not your own holds along with them in your head. As you get nearer to the end of the book, the holes become more and more melodic. You got a skill. Vampiric Yordle. Or Yordle. 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 Oh, gar nicht schlecht. As you turn over the last page, the book vanishes in a puff of black smoke. Okay, Thin Blood. Was macht Thin Blood? Minus 10 Maximum HP. Okay, ja. Ich meine, das ist natürlich relativ mies. Aber jetzt auch nicht zerstörerisch mies. Wir haben dafür einen neuen Skill. Und weil wir gerade immer noch so schön dabei sind, machen wir das Ganze direkt nochmal zu dem... Ach so, nee, das haben wir schon. Ja, tatsächlich. Gut. Nevermind. Gut, cool. Dann haben wir auch jetzt zwei neue Skills, die wir vielleicht gerade gebraucht hätten, aber wer weiß. Okay, Wandering Sally, man sieht sich.
Oh, ihr Transponder beeps. Ja, ich meine, immer mal kurz ein Fight hier. Können wir uns direkt mal angucken, was wir denn jetzt Neues können. Da sind die Skills. Okay, will deal 0 spooking damage. Das ist schön. Und steal 5 HP from this enemy. Das ist sehr, sehr nützlich, Fragezeichen. Okay, da, ja, das war das. Dann fighten wir einfach so, wie wir immer fighten. Und zwar drauf und tot. Immerhin haben wir es mal gemacht. Mensch, hey. You successfully beat the robot, so it turns out you got a treasure after all. Mö, genau, Mauski. Mauski. Bauski. Vielleicht gibt es irgendwann ein Secret, dann spielen wir mit einer Maus und nicht mit einem Pferd. Sieht aus, als würde Susie auf dir stehen, Bauski. Sehr elegant, wie sie auf deinem hinteren Pferdeschwanz da balanciert. Ich werde das auch nicht weiter zu, dazu weiter äußern. Ja, wir zwackeln noch mit dem Schwänzchen rum. Gar kein Ding. Was wollte ich machen? Ich wollte einmal ganz kurz ins Inventar. Und zwar kann ich doch aus irgendwie Knochen... Und zwar habe ich nämlich ein paar Skelette beschworen im letzten Fight. Daraus. Genau. So, zack dich. Da können wir 3 Stück draus machen. Die waren relativ nützlich, tatsächlich. Okay, mehr als 3 kann ich nicht haben. Das ist aber auch fein. Okay, Rent a Mule. Hallöchen. Looks like this is where you go to rent a mule. Just judging from the sign, you know. Howdy. Welcome to Amano. Rent a Mule. How can I help you? Okay, ja, ich, warum nicht? Jetzt kann ich auch einen Esel mir gönnen. Excuse me, but didn't you ride up here on a horse? Yes. So, what do you need a mule for? I guess you have a point. Please remember us in the future if your horse breaks down, though. Aww. And complaints. Our great mother, a customer, as if I didn't have enough to deal with already. What with the paperwork and the heat and the mule bites, and someone keeps stealing my lunch out of my employee's icebox. And my trick knuckle is acting up again. My trick knuckle? What? Gosh. Sure, would be nice to get a little peace and quiet, but nope, I've got to stand here at the counter all day, and the hardwood floor isn't helping my... Let me tell you, don't even get me started on what they pay us around here. The mules eat better than I do. Uh-huh. And if all that wasn't bad enough, I went and dropped my daughter's birthday present down a stupid hole at a stupid mine. And will anyone go get it for me? Ha! Ha! Yeah, right. You want me to get it? Easy. What, really? Did the miracle just occur? I can hardly believe it. Where did you lose it? Not far from here. A place called Deepest Delph Mine. You discovered a new map location, Deepest Delph Mine. I was looking to scavenge some free strings to tie up the package with, and I dropped it. And of course, because it's a bracelet, it's round. So of course it rolls into a hole under some kind of stupid machine. Oh. Okay, dann checken wir das. Dann checken wir das aus. Gar kein Problem. Wir holen uns aber erstmal hier ein paar Nadeln. Wir haben ja gerade welche gekauft. Naja, gut. Egal. Zack dich. Hallo Muriel. This year's model. Alles klar. So, ich würde sagen, wir holen dem Boy einfach mal seinen Shit wieder. Deepest Delph Mine. Ja, warum nicht? You see wisps of smoke rising above the pines nearby and spur Bowski over to investigate. The source is a little shop nestled deep in the forest, almost as though the proprietor, ich kenne das Wort nicht, doesn't want customers to find it. Also der Inhaber, denke ich mal. You jot the location down on your map, so you don't forget where it is. You discover a new map location. Alloway's Hideaway. Okay, go there now, keep going, Ray. Going. Das können wir uns später mal auschecken. Bull Smasher 5000. What the hell? Ich würde aber tatsächlich sagen, dass wir diese Location in der nächsten Folge auschecken. Wir waren in der nächsten Folge zur Hälfte erfolgreich, zur Hälfte absolut am Failen. Also ich, aber jetzt kann ich wir sagen, dann fühle ich mich nicht ganz schlecht. Also wir haben absolut gefailt am Anfang der Folge, da mein Mikro nicht aufgenommen hat. Beziehungsweise OBS mein Mikro nicht erkannt hat. Ich hoffe, dass mein Mikro aber jetzt die ganzen Filter, die ich in OBS draufgelegt hat, erkannt hat. Oh oh. Wir hoffen einfach mal. Okay, aber dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.